Oh, wie ich halt immer die Schultertaste drück. Ach ja, natürlich. Was ist denn da los, Demon? Demon wirkt ein bisschen fröhlicher als zuvor. Na also. Muss ich wieder deinen Flauscheschwanz streicheln und bürsten, hm? Damit es dir wieder richtig gut geht. Moment, da geht's ja rein. Nicht. Ach so, okay. Sah so aus. Yo! Gehen wir erstmal da hoch. Wieder da? Hey, willkommen zurück. Ich gehe mit einem Freund zum Pokémon-Weg, um Pokémon zu beobachten. Pokémon-Weg? Heißt das jetzt so? Ich habe auf dem Pokémon-Weg ein Date mit meiner Freundin. No, was? Oh, süß, was? Ja, was ist das denn? Sehe ich hier... Sehe ich hier eine Mängel und einen Noritius? Okay, was? Hallo, erinnerst du dich an mich? Ich bin es, Professor Eis Assistent. Ach, nicht der Lieblingsassistent? Ich soll dir vom Professor einige Hyperbälle überreichen, wenn du deine Pokédex mindestens 40 Arten registriert hast. Habe ich. Hier, klasse, verdient 30. 30 Hyperbälle, wow. Das ist fantastisch, dankeschön. Es sei denn, die Silph Company entwickelt gerade einen neuen. So, so, witzig. Dein Ernst? Ja, Noritius. Der Pokémon-Weg ist eine abschüssige Küstenstraße. Unternimm dort mit deinem Pokémon einen schönen Spaziergang. Verstehe. Interessant. Aber die Fahrradmusik läuft hier trotzdem. Faszinierend. Ja, dann ist das jetzt also ein Pokémon-Weg. Ist kein Fahrradweg mehr. Sowas aber auch. Route 16 verbindet Prismania City mit Fuchsania City. Genau. So ist das. Ja, faszinierend. Und hier wird gekämpft. Alter, voll fies. Den kann man überhaupt nicht ausweichen. Das ist aber ein tolles Pokémon, das da auf dir sitzt. Achso, Pikachu. Ich dachte, hä? Ich sitze doch auf Demon und nicht andersrum. Lass ich mich mal vom Nahen sehen. Das ist doch schon nah genug. Och, Leute. Soll ich dir noch ins Gesicht reindrücken? Ja. Und dann einfach einen Donner loslassen? Kannst du gerne haben. Oh, wow. Das ist nicht so schlau. Nee, das ist nicht so schlau. Ja, Pflanzen. Ich brauche immer noch Pflanzen. Wieso habe ich denn Gift noch Egal. Oh Mist. Diese scheiß Müdigkeit, was ist denn das? Das ist halt auch diese krebsige, dunkle Jahreszeit. Ich hasse sie. Und zwar richtig. Kalt, nass, dunkel, müde, träge, bäh. Alles doof. Enton. Ja, Donnerblitz. Reicht schon, ne? Zack, weg. Was brauchst du Pflanzen? Ja, zum Beispiel für Wasser-Pokémon. Da will ich nicht nur auf Elektro gehen. Irgendwie, weiß nicht. Ich hab halt, ja, keine Ahnung. Oh, sein Fell glänzt so schön, ja. Deins nicht. Bitte was? Dort entlang geht's zum Pokéweg. Ach Gott, sind wir doch schon. Was? Spezialkämpfe? Was? Was? Ach, Spaziergänge. Ach so. Wieder da. Kivoli Vapo! Willkommen zurück, Hallöchen! Hast eigentlich noch nichts verpasst. Wir haben einen Relaxo gefangen. Dodris. Haben ein bisschen gekämpft. Dürfen noch nicht in die Arena von Safronia und müssen jetzt hier ein bisschen durch. Gehen jetzt gerade nach Fuchsania. Oh, wie süß, Aquana und Blitzer. Oh, wie süß. Und da ist Flamara. Ja. Oh, wie schön.
Mara! Kämpft ihr, oder? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay. Aber bestimmt jetzt auch mit Flamara, ne? Lass mal unsere zwei geilen Feuerschwänze gegeneinander kämpfen. Oh, geile Scheiße. Schaut euch an, wie zwei... Oh, so richtig zwei hübsche, feurige Fluffeldinger. Jo, lass mal knuddeln. Also hier geht's richtig rund, ne? Demon männlich, Flammara weiblich, beides Feuer. Und hier geht's richtig rund. Schaut euch mal das schöne Technikmächtel hier an. Guck mal. Demon kann gar nicht genug kriegen von Flammara. Okay. Jetzt aber mal richtig hier. Knirscher. Zack. So muss das nämlich. Sehr gut gemacht. Jetzt bin ich zufrieden. Weil dein Pokémon und mein Pokémon miteinander und aneinander rumgemacht haben? Was ist da los heute mit dem Verhaspeln? Boah, heute. Wow, kann ich ja richtig geil reden. Ja, ist sogar richtig heiß hier drin. Jo. Anmachspruch für Trainer. Bist du ein Pokémon-Trainer? Denn immer wenn ich dich sehe, brennt mein Schwanz wie bei Glumanda. Uff. Ja. Ja, ja. Was für ein süßes Kind du bist. Genauso niedlich wie ein Pokémon. Wie soll ich denn das jetzt auffassen? Klingt eher wie eine Werbung für Geschlechtskrankheiten. Der Konter, der war gut. Brennt mein Schwanz wie beim Kopf. Oh. Das stimmt. Ah. Kopfkino, wunderschön. Toll, das ist wohl wahr. Ah ja, Blitze habe ich gehört. Ja, Flammenwurf, oder? Oh, ouch, wir sind zu langsam. Das war's für Demon. Scheiße! Was ist denn das? Warum verstellt sich denn mein Headset dauernd? Hör mal auf mit dem Flachs. Das gefällt mir nicht. So. Boden-Pokémon, verdammt! Oder wenigstens Boden-Attacken. Sternschauer, immer noch dumm. Geiler Volltreffer, sehr gut gemacht. Sehr, sehr schön. Link erreicht Level 36, sehr schön. Da habe ich mich wohl ablenken lassen. So sieht's aus. Von meiner Wenigkeit, ne? Ja, wie frustrierend, aber ich bin erwachsen. Mir macht es nichts aus, wenn ich besiegt werde. Sagst du jetzt? Ja. Ob sie das immer noch sagt, wenn ich sie 1000-mal besiege? Dann machen wir noch Aquana. Hallo! Na, wie wär's mit dem Pokékampf? Aber hallo. Okay, Erdbeben und Eisstrahl. Wo bekomme ich Eisstrahl her? Aquana, die Yvette. Aha. Bla bla blub. Okay. Und das. Ach so. Ah ja, okay. Gut. Okay, cool. Finsteraura. Aurora-Strahl. Als Kind habe ich halt immer
wie habe ich das gesagt? Aurora Strahl oder so ein Scheiß. Weil ich nicht wusste, dass es Strahl heißt. Oh Mann. Oh Mann. Aquania, mein Liebling. Ja, es ist echt schön, aber es muss ich leider besiegen. Hey, Surfer. Sieht cool aus, definitiv. Scheiße. Ja, dann, du willst es ja nicht anders. Ich wollte es eigentlich nicht, aber okay. Okay. Sag auf Wiedersehen. Boom! Diese Stärke. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Stimmt ja, spezielle Erfahrungspunkte durchtauchen. Das ist super. Ja, aber jetzt müssen wir... Entweder gehen wir jetzt... Wie viele Trainer sind denn da noch? Entweder wir... gehen durch... Hä? Superlock-Parfüm. Na, ist ja super. Und hier? Hallo? 3 Superbälle. Ist ja noch superer. Der hat einen Schillock. Okay. Na, 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 na. Überall Items. Elixier. Bin da mal weg? Alles klar, Noritius. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Danke, dass du da warst. Ja? Und... ja, vielleicht bis später. Ansonsten danke ich dir fürs Zusehen in meinem letzten Stream. Und hoffe, dass es dir gefallen hat. Was denn da los? Sieht aus, als würde es jederzeit umkippen. Demon, oh, was ist denn da los? Alles okay? Hä? Oh, in dem Fall ja. Ja, hier sind also alles, das sind alles Trainer. Die so ein bisschen optional sind. Oh, ich drücke halt immer so gern die Schultertaste, ich weiß nicht warum. Dodris, Dodus, Items, Sanana-Bären, sehr schön. Können wir gerne gebrauchen. Noch ein Item. Mensch, was ist denn da los? Nugget! Ja, ich laufe da jetzt echt einfach durch. Oh, ein Kokowai, cool. Boah, so viele Trainer. Oh, ein Vulpix! Und wie schön das hier alles ist mit den ganzen Blumen. Dem Wasser, den Windmühlen. Das ist schon schön hier. Und da sind wir auch schon unten. Ja, da war's auch. Ging schnell, nicht? Naja. Ich werde dann da später trainieren. In Fuxania City kümmern sich alle Bewohner gemeinsam um die Pokémon, die dort leben. Toll, oder? Stand so in meinem Reiseführer. Wow. Nicht mal eine Info von dir selbst. Zis. Da, dann, willkommen gleich in Fuxania City, ne? Hallo? What the fuck? Das war eine lange Ladezeit. Na, ich geh erst nach Fuxania. Muss meine Pokémon heilen. Puh, als ob dann Ammonitas da oben schwimmt. Hallo? Lapras ist so majestätisch. Ich wüsste zu gern, wo man sie eins fangen kann. Wo man sich... Ich hab schon eins, hab als Geschenk gekriegt. Boah, endlich kann man mal so richtig den Zoo bestaunen. Oh, wie geil. Sind da überall die schönen Pokémon. Oh, voll toll. Oh, na... Oh, was ist denn jetzt? Ich hab da immer... Weißt du, ich bin immer genervt. Wenn was triggert, weil ich immer denke, Trace taucht auf. Der olle Lulatsch, du. Okay, was ist denn da? Ja, wie süß. Flag. Oh, wie süß. Kanga. Oh. Ja, guck mal, wie die spielen. Och, ist das niedlich. Jo. Tauros. Du hast dich auch erschrocken, ne? Anton?
Und ein Ammonitas. Wie krass, oder? Na, hast du viel Spaß gehabt? Ja, so süß, der Pokepark hier. Willkommen in der Safari-Zone. Hier wimmelt es von Pokémon. Ja, davon bin ich jetzt nämlich ausgegangen. Hier gibt es keine Safari-Zone mehr. Also nicht mehr die klassische wie damals. Das sieht mir nämlich sehr, sehr stark nach Pokémon Go-Anbindung aus. Genau das dachte ich mir, dass die Fläche dafür hier ist. Weil wo denn sonst? Hereinspaziert in den Go-Park. Ganz genau, vertreibe die auf unserer berühmten Spielwiese die Zeit als Pokémon-Hirte. Genau. Hier kann man eben Pokémon von Pokémon Go rüberladen. Was ich nicht kann im Übrigen! Oh, klingt ja witzig hier. Denn mein Smartphone wird nicht unterstützt. Ist geil, ne? Ja, ist geil. Ja, wenn ich Pokémon Go öffne und in den Einstellungen mich verbinden möchte, dann steht da, ja, dein Smartphone wird nicht unterstützt. Ja, für diese Option, das ist fantastisch. Es kann nämlich auch noch passieren, dass euer Smartphone zu scheiße ist. Ist das nicht toll? Oder halt einfach nicht unterstützt wird. Ist das nicht fantastisch? So. Ich frage mich, ob Erik verstanden hat, dass aus uns beiden nichts wird. Nachdem ich ihm eine Abfuhr erteilt habe, ist der freudestrahlend davongeschlendert. Merkwürdig. Pan? Bist du das? Was? Das ist ja doof. Das ist mega dumm. Dumm, ja. Das ist mega dumm, ja. Richtig. Naja. Mich stört's jetzt nicht so mega. Ich muss sie nicht rüberladen. Das ist halt okay, ja. Finde ich halt ein bisschen schon dumm so. Aber ich glaube, bei ein paar anderen, die das unbedingt wollten, so richtig unbedingt, die beißen sich richtig in den Arsch, wenn es dann plötzlich heißt, ja, ne, dein Smartphone ist nicht kompatibel, ne, Arschkarte. Also es ist halt echt, das ist halt scheiße. Ach, wie schön. Ach, ist das jetzt eure Safari-Zone? Dieser kleine Zoo soll jetzt die Safari-Zone sein. Okay. Auch mal was anderes? Dubai. Voll sweet hier. Was ist das hier für ein Haus? Hä? Moment, was ist das für ein Haus? Was ist das hier? Hallo? Was? Safari zum Büro des Freundschaftsparks. Okay. Ja, was denn jetzt? Hä, entscheidet euch. Heißt das alles zusammen? Safari-Zone? Das hier ist der Freundschaftspark und da hinten ist der Go-Park. Verwirrend. Verwirrend. Safari-Zone. Teamziel für diese Woche. Aufstehen, bevor das erste Piep-Piep-Piep sagen kann. Ja. Kibuli-Wabi, darf ich eigentlich in Europe sein, falls du eins fangen solltest? Sehr gerne. Hast du das sogar schon mal gefragt? Kommt mir gerade bekannt vor. Ja, sehr gerne. Klar. Ich schätze, das gibt's auf den Seeschauminseln. In der Nähe von Route 19 habe ich etwas golden aufblitzen sehen. Vielleicht versteckt sich ja dort ein Schatz, wer weiß. Ja, wahrscheinlich ein Nugget, hä? Huh? Direktor Fleckmon weiß eine ganze Menge über Pokémon. Er besitzt sogar Fossilien ausgestorbener urzeitlicher Pokémon, die ich noch nie gesehen habe. Ah, der wieder. Der Direktor wird von allen hier nur Direktor Fleckmon genannt. Tja, er hat nun mal den gleichen ausdruckslosen Blick im Gesicht wie besagtes Pokémon. Ach ja. Ja, mal sehen, ob wir den treffen. Seit Direktor Fleckmon neulich angeln war, fasselt er nur noch wirres Zeug. Ob das wohl am Alter liegt? Oh mein Gott, vielleicht wurde er von Amnesie getroffen. Von einem Fleckmon oder so. Oh, ist schon sehr süß hier alles. Hallo, Kangama. Gamma. Gamma. Gamma-Strahlen. Hallo? Erik. Lol. Als ich Sarah um ein Date gebeten habe, meinte sie, ich könnte ihr mal im Mondschein begegnen. Ich warte jetzt schon eine ganze... Oh, nein. Eine Weile hier, aber es wird einfach nicht dunkel werden. Oh, nein. Der naive Kleine. Oh, der tut mir jetzt voll leid. Weil das halt einfach eine Abfuhr war. Und er blickt's nicht. Dazu die Anspielung, dass es in dem Spiel nie dunkel wird. Oh, wie mies. Oh nein, der Arme. Oh, das ist ja gemein. Oh je, oh je, oh je. Hallo. Mensch, guck mal, wie viel Geld wir haben. Coolius. Könnte man denn da kaufen? Hyperheiler, würde ich mal sagen. 5. Da kaufen wir 10, oder?
Jawohl. Was bräuchten wir denn noch? Beeren kann man nicht kaufen, ne? Warum nicht? Beleber, wie sieht's da aus? Ja, okay. Kann ich auch nochmal 10 kaufen? Ja, und das war's dann, ne? Dankeschön. Wiedersehen. Wirsing. Na, wer kennt Wirsing noch? Ja, jetzt möchte ich hier erstmal Akani, ne? Genug geritten. Zurück in den Pokéball mit dir. Bist ja eh schon ganz außer Atem, bist ja besiegt. Deswegen müssen wir mal schnell hier runter. Achso, hier kommt man ja nicht zum Pokécenter. Miau. Müssen wir da lang? Das fand ich auch schon immer nervig, dass man hier den Weg immer gehen muss zum Center. So immer so, so richtig blöd außenrum. Und hier noch viel mehr außenrum. Koga, der giftige Ninja-Meister. Was ist denn da die Herausforderung? Oder Anforderung? Gucken wir doch mal. Hallo erstmal. Oh geil, ein richtiges Dojo. Geil. Oh cool. Mit ein bisschen Nebel. Ah, die unsichtbaren Wege, natürlich. Cool. Sei gegrüßt, du künftiger Champ. Wie ist dein wertes Befinden? Geilheit. Wie du sicher weißt, gibt es in Fuxania City dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade sich mit denen vieler Pokémon gekreuzt haben. Was bedeutet das? Um diese Arena betreten zu dürfen, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon gefangen hast. Das habe ich. Das heißt, ich kann den 6. Orden vor dem 5. machen. Hä? So, wie ich sehe, hast du nicht weniger als 59 gefangen. Genau, damit bist du als ehrwürdige Herausforderin dieser Arena zugelassen. What the heck? What the fuck? Koga, du geile Ninja-Birne! Oh, ich liebe sein Outfit, ne? Also so ein richtiger Ninja. Mega geil. Ja, ich habe dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht, was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf dem falschen Fuß erwischen werde. Ha! Da ist er. Huch! Kogas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Er ist damit zum Verwechseln ähnlich, oder? Nur an seinem Sprachstil müsst ihr vielleicht noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen. Ja, danke. Weiß ich schon. Ja, geil. Nee, Kagebushi no Jutsu war ja Verdopplung. Scheiße, wie hieß denn das? Wie hieß denn das Jutsu zum... Jutsu des... Ja, zum... Ne? Ja, wie hieß das denn? Cool. Man merkt voll, dass ich alle Naruto-Folgen geguckt habe. Ich kenne keine Jutsus mehr. Fantastisch. Ja, aber das ist ja auch sehr interessant. Ich kann den 6. Orden vor dem 5. machen. Das ist ja echt unpraktisch. Ja, eben, bei einem medizinischen Notfall muss man immer außen rum. Eben. Das fand ich schon immer zum Kotzen. Habe ich nie verstanden, warum man das so designen musste. Richtig dumm einfach. So. Mensch, Leute. So, hallo? Hey du sitzt nicht zufällig ein Knogger vom Typ Boden? Ah, Alola-Knogger, cool. Habe ich nur leider nicht, aber hey geil, das hätte ich gern. Wer alle Karten bloß auf ein einzelnes starkes Pokémon setzt, wird nie ein guter Trainer. Andererseits ist es ziemlich anstrengend, mehrere Pokémon ausgeglichen zu trainieren. Richtig, und man könnte hier schon mit Pikachu durchfetzen. Hallo? Oho, du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Ich bin noch mittendrin. Was inspiriert mich? Ja, ich sehe sie vor mir, die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Hä? Was? Was für eine Attacke? Schwebesturz und Plätschersurfer. Schwebesturz. Pikachu und eine Flugattacke? Bitte was? Plätschersurfer klingt cool. Pikachu versucht, Plätschersurfer zu erlernen. Dann gucken wir uns das mal an. Na sowas, hier gibt's Special-Attacken. Cool. Pikachu greift das Ziel mit einer großen, elektrisch aufgeladenen Welle an. Heilige Makrele. Eine Wasserattacke. Cool. Das heißt, Pikachu könnte dann sogar gegen Boden-Pokémon kämpfen. Ist ja mega.
Dann will ich ja den Doppelkick wegkicken. Witzig. Wie overpowered ist bitte Pikachu? Kranker Scheiß. Hä? Das würde ich fast gern machen wollen, einfach. Oder wie sieht's denn mit der einen Attacke aus? Das ist ja krass. Schwebesturz. Lass mal sehen. Vor allem, was war das? Stärke 90, ne? Schwebesturz. Hier auch. Pikachu schwebt nach oben. Wahrscheinlich mit Luftballons und stürzt dann unvermittelt auf das Ziel herab. What the fuck? Krass. Hä, ist ja voll krass. Ist jetzt die Frage, was ist sinnvoller, eine Wasserattacke oder eine Flugattacke? Ich glaube, eine Flugattacke bräuchten wir eher, oder, im Team? Kann das sein? Ist, glaube ich, sinnvoller, oder? Schon krass. Wir können ja hier jederzeit zurück, glaube ich. Denke ich mir jetzt einfach mal. Lass mal sehen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. So, wenn ich jetzt Schwebesturz mache. So. Blups. Schwebesturz. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinem Pokémon zu haben. Ja, achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Das ist so. Plätschersurfer. Wenn ich das jetzt gegen Plätschersurfer tausche, ist dann die Attacke weg oder kann ich ihm dann wieder die andere beibringen? Das möchte ich halt wissen jetzt. So, Plätschersurfer. Ja, alles klar. Kann man jedes Mal tauschen. Super. Oder vielleicht sogar gegebenenfalls beide beibringen. Das ist super. Ja, aber ich glaube, ich bleibe einfach bei Schwebesturz. Ja. 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 Oder? Ja. 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 Hi. Du willst deinen Pokédex vervollständigen? Schau doch mal im Go-Park vorbei. Nein. Schaffe ich auch ohne. Ohne noch vier Zuschauer. Naja, mach. Ja, tu ich das. So, hallo. Beim Eingang zur Safari-Zone befindet sich der Freundschaftspark. Und drin der Go-Park. Was zum Bums? Also, Safari-Zone. Was, wie hießen jetzt die ganzen Zonen? Ihr macht es echt so kompliziert. Was ist denn das für Müll? Sag mal, kennst du eigentlich Bill? Natürlich. Er ist mein Enkel. Oh. Schon als kleines Kind war er Feuer und Flamme für Raritäten. Das glaube ich. Der Leiter der Safari-Zone ist nicht mehr der Jüngste, aber immer noch quietschfidel. Allerdings trägt er ein Gebiss, wie man hört. Klappert es denn immer beim Reden? Bei seiner Arbeit beschäftigt sich mein Bruder Bill mit der Übertragung von Pokémon. Wusstest du, dass er sogar der Erfinder der Pokémon-Boxen in deinem Beutel ist? Außerdem hat er zusammen mit einem Professor aus einer weit entfernten Region den Poképark auf, den Go-Park aufgebaut. Aha. Aha. Interessant. Warte, waren wir jetzt hier schon? Nee. Nee. In diesem Haus hier hat einmal ein vergesslicher alter Mann gewohnt. Inzwischen wohnt er wohl irgendwo auf Route 12. Vergesslicher alter Mann? Route 12? Hä? Wer war das? Etwa ich? Bin auch sehr vergesslich. Route 12? Hä? Wer mag das gewesen sein? Okay, nein. Hier. Der in der Hütte? Der Angler-Typ? Okay. 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 Es ist unheimlich praktisch, direkt neben dem Pokécenter zu wohnen.
Ja. Boah. Voll der Tritt ins Gesicht, so, ne? So, haha, ihr müsst immer außen rum gehen, so, voll so, alles klar, Game Freak. Ja, moin. Ja, jetzt könnte ich also theoretisch hier rein, ne? Und hier drin trainieren, zum Beispiel theoretisch. Das ist ja witzig. Oh, wir haben... Echt jetzt? Wow, ich bin so schlau. Ich habe einfach vergessen, mein Pokémon zu heilen. Und drück jetzt nein. Oh, geil. Autsch. Müdigkeit. So. Jetzt haben wir fast schon die ganze Region gesehen. Fehlt nur noch der Wasserweg. Die Zinnoberinsel. Dann haben wir ganz Kanto schon gesehen. Ja, und halt rechts der kleine Zipfel da noch. Dann würde ich mal sagen, gucken wir noch hier vorbei. Dann haben wir alles hier in Fuxania City gesehen.